Erst vor ein paar Tagen hat Außenverteidiger Sergej Schmyk seinen Vertrag beim KSV Hessen Kassel verlängert. Der 26-Jährige kam vor der vergangenen Saison zu den Löwen und hat sich seitdem zu einer festen Größe entwickelt. Nun war er bei der HNA zu Gast. Im Redaktionsgespräch mit den Sportredakteuren Thorsten Kohlhase und Florian Hagemann erzählte Schmyk, warum er seinen Vertrag beim KSV verlängert hat und was in der Restrückrunde noch von seinem Team zu erwarten ist. Von mir, okay. Sergej Schmyk, Sie haben kürzlich den Vertrag beim KSV Hessen Kassel um 3 Jahre verlängert. Mussten Sie lange überlegen? Nein, ich musste nicht lange überlegen. Ich fühle mich wohl beim KSV. Meine Familie ist in Kassel angekommen, fühlt sich hier heimisch. Das war mir vor der Vertragsverlängerung sehr wichtig, dass sie sich hier auch eine weitere Zukunft vorstellen kann. Das kann sie und deswegen auch die Vertragsverlängerung. Und wir haben auch als Team eine gute Entwicklung jetzt genommen in den letzten 2 Jahren, die ich jetzt hier bin. Und ich glaube an das Potenzial, das hier im Verein und in der Mannschaft steckt. Der KSV ist derzeit 6. Was ist denn in der Restrückrunde noch zu erwarten von diesem Team? Ja, ich denke, es ist noch einiges möglich. Ich schiele so auf Platz 4, 3, wenn man da einen guten Saisonabschluss erreichen kann, dass man mit Optimismus und Euphorie dann auch in die neue Saison gehen kann. Wir haben noch das Hessen-Pokal-Halbfinale in Offenbach, wird auch sehr spannend. Und ich denke mal, wenn wir das erfolgreich gestalten, haben wir ein schönes Finale und im Finale ist immer alles möglich. Und ich hoffe, dass wir das vom Vorjahr wiederholen können und den Pokal nach Kassel holen können und das wäre sehr schön. Das hören die Kasseler gerne. Auch der Vereinsvorsitzende Hans-Jochen Weikert hört das gerne. Er hat ja gesagt, das wollen wir nochmal erleben hier in Kassel und nächste Saison dann am besten aufsteigen. Hat die Mannschaft das selber überrascht, dass dann doch so offensiv diese Ziele jetzt schon dargelegt worden sind? Ich habe jetzt mit einigen Spielern nur darüber gesprochen. Beim Neujahrsempfang saß ich mit 3, 4 Mitspielern zusammen. Die sehen, also wir stehen dahinter. Wir wollen dieses Ziel auch erreichen. Wir arbeiten jede Woche hart und wollen uns natürlich am Ende des Tages belohnen. Und ja, wenn der Verein dieses Ziel ausgibt, wir stehen auch dahinter. Und deswegen, wir sind da nicht überrascht. Wir wollen dieses Ziel anpacken und ich denke mal, dass wir das auch mit einem Quäntchen Glück dann auch erreichen können nächste Saison. Wenn Sie von wir sprechen, Sie sind der erste Spieler, der jetzt verlängert hat den Vertrag. Wie realistisch ist denn, dass diese Mannschaft, die es derzeit gibt, auch zusammenbleibt? Ja, einige Säulen haben ja auch noch Vertrag. Kevin Rauhut, Niklas Hartmann, Tim Welk hat ja auch noch Vertrag. Und da sind ja schon einige Spieler, die mit Tobias Damm, der auch Führungsspieler ist bei uns in der Mannschaft, ein paar Führungsspieler haben schon noch einen Vertrag fürs nächste Jahr und der Verein möchte natürlich die Säulen auch beibehalten und da wird man jetzt abwarten, was in den nächsten Wochen passiert und nichtsdestotrotz wird der Verein auch in Qualität investieren, da bin ich sicher und wenn das gelingt, dann haben wir auch, die neuen Spieler werden sich auch schnell bei uns integrieren, weil wir haben schon eine gute mannschaftliche Geschlossenheit und das wird dann auch kein Problem sein, die neuen Spieler schnell zu integrieren. Jetzt geht es aber erstmal gegen Steinbach am Freitag schon. Ja. Wie heiß ist man da drauf? Ja, wir freuen uns. War jetzt eine lange Vorbereitung und jeder freut sich, dass es jetzt endlich losgeht. Wird ein sehr schwieriges Spiel, haben ja auch eine komplett neue Mannschaft, haben sehr gute Spieler dazu gewonnen. Ein Trainer, der da auf Professionalität komplett umgestellt hat. Keiner geht da mehr arbeiten oder studiert nebenbei. Deswegen wird das, die stecken im Abstiegskampf und gegen solche Mannschaften ist es immer schwierig zu spielen, aber wir freuen uns drauf und ich bin optimistisch, dass wir da 3 Punkte nach Kassel bringen. Gut, dann wünschen wir viel Erfolg. Vielen Dank. Besten Dank.